Niederbayern und Nordsee gehören irgendwie zusammen, nämlich verbunden mit der Schiene, mit einem effizienten, klimafreundlichen Güterverkehr. Hier am Bayernhafen die Verlagerung der Güter von der Straße auf die Schiene. Wir haben hier auch noch eine Wasserstraße, also ein trimodaler Logistik-Hotspot. Und wir nutzen natürlich alle Möglichkeiten, dass wir effizienter, sauberer, klimafreundlicher werden. Und hier ist ein gutes Beispiel, wie wir 10.000 LKWs von der Autobahn auf die Schiene holen. Wie wir Schritt um Schritt vorwärts kommen bei dem sauberen Gütertransport und einer intelligenten Logistik. Am 1. Februar machen wir beim kombinierten Verkehr in Bayern den nächsten Schritt. Denn die Bayernhafen Passau kommt in das Kombi-Verkehrnetzwerk der Transfracht. So manche denkt vielleicht, unsere Häfen haben bloß mit Binnenschifffahrt zu tun, aber unsere Züge gehören da natürlich unbedingt auch mit dazu. Sie nehmen die Waren auf, sie transportieren sie bayernweit überall hin. Auch im Zuge von Corona ist die Aufnahme des Netzwerks ein wichtiges Signal. Schiene und Wasserstraßen sind ziemlich krisenfest, damit können wir die Versorgung der Bevölkerung auch während der Pandemie sicherstellen. Aus dem Grund ist es natürlich wichtig, dass Schiene und Wasser noch viel mehr Teil der Transportketten werden. Am Ende des Tages geht es darum, die Schifffahrt, Schiene und Straße optimal miteinander zu kombinieren. Nur so kriegen wir im Güterverkehr das beste Ergebnis und nur so schaffen wir auch den besten Einklang von Menschen, Wirtschaft und Ökologie. Der Bayernhafen Passau wird in den Kombiverkehr, Schienenverkehr in Zukunft mit eingebunden. Und diese Einbindung in den Seehafen-Hinterlandverkehr bedeutet natürlich auch, dass man umsteigen kann von der Straße auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel Schiene. Also es gibt womöglich Sieger auf sehr vielen Seiten. Heute ist ein ganz toller Tag für den Bayernhafen Passau. Wir runden das Angebotsportfolio noch mal weiter ab, neben Massengütern, neben High-and-Heavy-Fahrzeugen. Seit heute eben auch eine regelmäßige Containerzugverbindung über Regensburg zu den deutschen Nordseehäfen. Und wir sind sehr glücklich über diese Entwicklung und wir freuen uns auch gemeinsam mit dem Partner Transfracht, der IHK Passau, von der diese Initiative ausgegangen ist, der niederbayerischen Wirtschaft hier ein weiteres interessantes Angebot machen zu dürfen. Wir erleben ein Musterbeispiel für neue, moderne Logistik hier in Passau. Die DB Cargo mit ihrer Tochter Transfracht bindet schon heute die Häfen der Nordsee an Regensburg an, mit über 50 Zügen von und nach jede Woche. Und neu ist, ab heute wird auch Passau in dieses Netzwerk aufgenommen. Damit wird Passau Teil des gigantischen Netzwerkes, was der Schienengüterverkehr der Deutschen Bahn schon heute ist. Dieses Produkt geht auf eine Initiative der lokalen Wirtschaft in dem Verkehrsausschuss der IHK Niederbayern zurück. Wir haben hier die tolle Möglichkeit, unser großes Netzwerk des Albatrosses hier mit der Wirtschaft in Passau zu verbinden. Mit dieser Verbindung sind wir in der Lage, 10.000 LKWs von der Straße auf die Schiene zu verlagern und gemeinsam mit unseren Kunden einen tollen Beitrag zur Umwelt zu leisten. Ich freue mich, dass wir heute den 25. Terminal der TFG in Betrieb nehmen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei der Bayernhafengruppe, mit der wir im Projekt gemeinsam den Verkehrsstart hier realisieren können. Mich freut es besonders, dass wir hier nach fast 2 Jahren Planungszeit ein Infrastrukturprojekt in Betrieb nehmen konnten, dessen Anfragen aus der heimischen Wirtschaft kamen und wir vom Verkehrsausschuss der Industrie- und Handelskammer in Passau dieses mit Mitgliedern aus unserem Verkehrsausschuss umgesetzt haben und somit für unsere Region die Möglichkeit einer trimodalen Anbindung bieten, somit wir alle Verkehrsträger explizit nutzen können, Straße, Wasser und Schiene. Stellvertretend für den Regionalvertrieb München wünschen wir euch einen erfolgreichen Start.
Wir freuen uns, dass die Region Passau nun an das nationale und internationale Netzwerk angebunden sind. Deswegen geht mein Dankeschön, und zwar ganz herzlich, an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses Angebot nunmehr in Passau und nunmehr für die Unternehmen in unserer Region vorhanden ist, und hoffe natürlich, dass wichtige Impulse ausgehen.